So, so, so. Ups. Die eine rote Kiste, die hat es echt drauf angelegt. So. Du hättest gerne Stein, und zwar viel. Und dich besch... Ja doch, ich beschränke die mal lieber, weil Lernfil verbraucht wirklich tierisch viel Stein. Du. Ich will mal kurz gucken, wie schnell das geht, wenn er jetzt in den Roboter ankommt. Ja, es geht schnell. Kommen die Roboter mit dem Anfliegen gar nicht hinterher. Wie viel Steine haben wir im System? 97.000. Oh, du bist zu langsam. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Alle, die ich einfangen kann, werden eingefangen. Allzu kleines Minigame. Klick, 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 klick. Klick. Klick, klick. Warum bleibst du stehen? Achso, Warteschlange. Und der Toolbed ist fertig. Nächste Höhe würde 1500 kosten. Und ernsthaft, wir haben einen ganzen Slot dazu bekommen. Sehr, sehr schön. Was hau ich da jetzt rein? Pumpen? Engines? Andere Engines? Gute Fabriken. Die Akkus habe ich schon jeweils, ne? Ja, mach das mal ein bisschen ordentlich. So, so, so. Wie war das? Ich würde dich gerne leer machen. Steuerung, Alt. Sehr komisch. Du, ich hätte hier gerne... Normale Ampien brauche ich gar nicht mehr. Fragezeichen? Flammenwerfer. Ja, nee, ich will das einfach nur frei bekommen. Ah, das ist jetzt doof. Wurde auch schon mal erwähnt, wie das geht, aber ich hab's vergessen. Also, tut mir einen Gefallen und sag mir bitte nochmal, wie ich das Feld ganz leer bekomme, dass es so wieder aussieht wie die da. Währenddessen sortiere ich hier mal weiter rum. Die da brauche ich häufig, gehört auch mit zu Strom. Die da brauche ich nicht mehr. Fließbänder. Ja, wenn ich alles aussortiere, was ich nicht mehr brauche, dann habe ich bald, ne? Das Inventar voll. Assembling Machines brauche ich häufiger. Das kommt damit hin. Die ganzen Engines können da hin. Das kann eigentlich weg. Zentrifugen brauche ich nicht mehr. Kisten. Kisten haben noch keine Reihe. Wir haben aber auch keinen wirklichen Platz dafür. Mach die mal damit hin. So, Kisten. Lila Kiste. Gelbe Kiste. Rote und blaue. Rote und blaue. Achso, da seid ihr schon. Was? Achso, einer von euch ist groß. Large Passivkisten. Logistikroboter kommen da mit rein. Ich muss aber noch mein Inventar mal ausholen. Ah, okay. Andere Akkus können da mit hin. Grrr. Du bist jetzt zuständig für Supermaschinen. So. Rohre haben wir da. Du bist jetzt zuständig für... Da bist du. Substations. Ja, das ist ein bisschen friemelig, aber es bringt eine ganze Reihe mehr. Und wenn wir das nächste erforschen, hätten wir nochmal eine Reihe mehr. Und danach geht es nicht weiter. Also hätten wir dann 4 Reihen voll mit Kram. Sehr cool. Aber nee, nicht jetzt, nicht jetzt. Ich hätte gerne... Super duper schnelle Inserter. Nein, hätte ich nicht gerne. Ich hätte gerne die Dinger. Gold. Wir brauchen auch Gunmetal Alloy. Wollt ihr mich alle. Also wir werden sehr viel Zink, sehr viel Zinn und sehr viel Kupfer suchen müssen. Also Kupfer nicht wirklich, aber ne? Zinn und Zink. Warum braucht man für das Ultra-Hightech-Ding so eine billigen Metalle wie Zinn und Zink? Wenn das Ding einmal schießt, verdampft alles in dem Turm selber. Draußen wahrscheinlich auch, aber Zinn und Zink macht einfach nur zsch und weg. Na gut. 3000 ist ein bisschen happig. Bei den Roten, aber die haben sich eh schon gestapelt.
Nö, will ich aber nicht erforschen, wenn ich noch keinen Sinn und Sinn habe in ausreichender Menge. Das ist okay. Mehr Pumpjack bräuchte Advanced-Zeug. Pollution Cleaning Modul. Genau. Die da habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Warte mal, War Science Packs. Was bist du? Du bist Technologie Science Pack. Mach mal hier. War Science Pack braucht eine bessere Fabrik. Okay. Du. Bauen War Science Pack braucht. Ach du gute Güte. Das kommt jetzt unerwartet. Also ich muss jetzt eine Anlage bauen für Piercing-Munition, für Shotgun-Shells, für Raketen, für Flammenwerfer und Advanced Batteries, die Edelsteine brauchen. Okay. Also, dafür brauche ich noch mehr Fabriken. Gut, bauen wir hier noch eine neue Reihe Fabriken hin. Zack, zack. Zack, zack. Die Flammenwerfermunition muss da aber in der Nähe von der. Ne, wird einfach nur mit Schwefel gemacht, denke ich. Gucken wir einfach mal. Ich hätte gerne Piercing Round Magazin. Also Kupfer und Stahl. Dann hätte ich gerne, jetzt wo wir anscheinend wieder ein bisschen Stahl im System haben, ja. Hätte ich gerne mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Hätte gerne eine rote da, eine rote da. Eine blau da. Kurz warten, damit der Slot da unten nicht wieder verwuschelt wird. So. Gut. Du brauchst Kupfer und Stahl. Jeweils 100. Dich beschränken wir auf einen Stack. Weil das echt eigentlich nur dafür da ist, die Fabrik zu füllen. Und sobald die Fabrik nicht mehr arbeitet, will ich nicht, dass hier Tonnen von Munition rumliegt. Ist ja quasi gebundenes Kapital. Wir können keine Produktivitätsmodule reinhauen. Geschwindigkeitsmodule muss ich nicht reinhauen, denke ich. Das heißt, du kriegst jetzt einfach Ärmchen, die wir nicht haben. Dann ist gut. Ja, geht ganz flott. Aber ich denke mal, wir werden später richtig viele von den War Science Packs brauchen. Also Munitionsproduktion könnte später echt ein Problem werden. Na gut, was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war Shotgun Shells. Du stellst bitte her. Shotgun Shells. Brauch einfach nur Eisen und Kupfer. Warte, die Sachen konnte ich gießen. Ich will nicht wieder gießen. Nee. Also ja, es ist effektiver, das zu gießen, aber ich baue jetzt nicht das ganze Gedöns da oben wieder an oder gucke es auch nur an oder fasse es an, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das mache ich nur ganz kurz mal fürs Gunmetal Alloy. Danach gehe ich da wieder weg und irgendwann schmeiße ich eine Atombombe drauf und dann ist der ganze Platz da wieder frei. Das ist mein momentaner Lösungsansatz für Flüssigmetalle. So, du verbrauchst jetzt unsere schönen Ressourcen. Was aber nämlich alles kein Problem mehr ist, weil wir können jederzeit jetzt expandieren, uns einfach ein neues Eisen- oder Kupferfeld holen, dann ist gut. So, Arbeiteding. Nächster Schritt, Raketen. Raketen braucht Explosives. Explosives haben wir gebaut. Irgendwo hier. Da, Explosives. Und ist sogar in einer Provider-Chest. Gut, in einer beschränkten, vollen Provider-Chest. Sollte also auch kein Problem sein. Rocket braucht Explosives, grüne Chips und Eisen. So. Also erstmal die Raketen selber. Quatsch, die Explosives. Wo unterfallen die Explosives? Da. 100 Stück. Die wurden jetzt bestimmt 50 Folgen nicht angerührt, die Explosives. Seid schön vorsichtig beim Abholen. Dann grüne Chips. Das letzte habe ich wieder vergessen. Bestimmt Kupfer, oder? Ne, Eisenmatzer. Abwechslung, sehr gut. 100. Und Ärmchen rein, Ärmchen raus. Dich beschränken auf ein Stack. Habe ich dich beschränkt? Nein. Beschränken auf ein Stack.
So, nächstes. Wahrscheinlich die... Also Advanced Batteries hatte ich noch im Kopf. Die da. Raw Sapphire. Du hättest gerne... Raw Sapphire. 50 Stück sollte erstmal reichen. Und Batterien. Battery. Dich muss ich sowas von beschränken. Auf ein Zehntel Slot, bitte. Du bist teuer. Du stellst bitte her. Advanced Battery. Kann ich auch nicht produktivisieren. Aber du bist langsam, also kriegst du mal Speed, oder? Ja. Okay. Haben wir es langsam? Flammenwerfermunition. Okay. Warum wirst du nicht bei der Munition mitgeführt? Bin ich blind? Soll vorkommen, aber... Oh, ich hab's noch gar nicht erforscht. Deswegen vielleicht. Drück mal T. Mach mal Flammenwerfer. Da. 2020. Research. Gut, also da haben wir wahrscheinlich noch nichts aufgebaut, aber das ist okay. Bling, bling. Bling. Und fertig. Wir können jetzt einen Flammenwerfer-Turm bauen. Und den Flammenwerfer und die Mund... Ah ne, den Flammenwerfer-Turm können wir jetzt erforschen. So, wir brauchen Schweröl, Leichtöl und Eisenplatten. Sollte also irgendwo hier zwischen. Oh, und wir hatten Leichtölproblem. Hier. Hatte ich die? Nein, davon hatte ich mich ablenken lassen. Ich wollte eine Chemical Plant bauen, um das Schweröl zu Leichtöl zu machen. Hatte aber zu dem Zeitpunkt keinen Stahl. Das ändern wir jetzt. Wir hauen einfach hier eine Fabrik hin. Genau, da wo kein Strom ist. Ich habe alle Pfosten weggebracht. Nein. So, also ich hau hier irgendwo eine Chemical Plant hin. So. Die bekommt jetzt von da ihr Schweröl. Dinger sind jetzt zwar ganz schön ausgelassen und haben keine Pumpen, aber ist egal. Du baust bitte aus Schweröl Leichtöl. Dazu brauchst du auch noch Wasser. Du bist doof. Verbinde dich mit nichts, verbinde dich mit nichts. Gut. Wasser ist da unten. Oder... Mach mal so, verbinde das hier. Geht da nach oben, geht... Ah doch, da geht's raus. So. Kannst du produktiv arbeiten? Ja, kannst du. Das tust du jetzt bitte auch sofort. Gehst dann da runter, da hoch. So, Leichtöl sollte jetzt wieder kommen. Dadurch haben wir... Ach, du... Gute Güte. Dadurch haben wir hier keine Probleme mehr. Bring mal Licht ins Dunkel. Hier ist viele Magen. Ja, die ganze Anlage könnte ich eigentlich einfach zerstören. Die macht gar nichts. Ja. Also wir haben zweimal Fuelblock-Produktion, die aber nicht durchgehend läuft, weil nicht genug Leichtöl da ist. Könnt ihr? Ja, ihr könnt auch produktiver sein. Seid mal produktiver. Ich brauche Produktivität. Ich brauche Dinge. Auch viele Dinge. Also ich brauche Produktivitätsmodule, die ich noch nicht angeschlossen habe unten, oder? Ne. Nix da. Gut, dann kriegst du jetzt hier welche und da welche. Aber das bitte schneller. Kann ja nicht angehen. Dass ich jetzt wieder Ölprobleme bekomme, ist ein wenig irritierend. Achso, dich beschränken. Ein Stack. Alles ein Stack. Genau.
dich noch. Gut. Also ich Ölprobleme bekommen, hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem habe ich jetzt ja auch Treibstoffprobleme. Habe ich wenigstens noch. Ich habe 118 von dem Knochenzeug. Ich habe gleich wieder Stromprobleme, weil ich keine Fuelblocks habe. Das ist krank. Wenigstens ihr seid voll. Okay. Knochenzeug. Da. Knochen kommen angeflogen, werden verarbeitet, aber wir haben nicht genug Knochen im System. Wir müssen mehr töten. Wie der Giruk in der Vergangenheit gesagt hat. Einfach nur töten. Du. Da, 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 da. Da, da. Bauen wir davon.